Ja, Leute, willkommen zu einem Let's Test. Heute willkommen Gangster Vegas. Ich habe es noch nie gezockt, aber es sieht richtig gut aus. Und deswegen mal schauen, was uns erwarten wird. Schwarzer Bildschirm. Ja. Der schwarze Bildschirm. Ich kann das jetzt mal laden. Also ich steuere das jetzt nicht, sieht man ja. Der wird ganz schillig dadurch. Ich habe echt keine Ahnung, was mich hier erwarten wird. Was man überhaupt in diesem Spiel machen muss. Ob das wohl so wie GTA sein wird, das wird sich gleich herausstellen. What the hell? Ich muss boxen, geil. Ja, ich boxe einfach mal die ganze Zeit. Und ich mach den Schrott. Ich hau den kaputt. Ich hau den hier richtig aufs Maul. Sieht auf jeden Fall ganz geil aus. Leute, was ihr hier zu sehen ist, bitte nicht nachmachen. Zu Hause oder so. Naja, das Boxen, da könnt ihr euch ja ruhig anmelden. Wo, der ist stark. Blutspuren an der Kamera oder was? In der vierten Runde. Okay. Wird nur Boxen kommen? Ich denke nicht. Man muss bestimmt, so wie ich das gelesen habe, mehrere Missionen erfüllen. Mal gucken, was da überhaupt so für Missionen kommen. Und jetzt düst er erstmal ab. Auf jeden Fall sehr viel Video. Aber ist ja auch mal ganz gut. Für die 2 GB, die es braucht, sieht es auf jeden Fall ganz gut aus, das Spiel. Kill me!
das kommt jetzt. Aber eine sehr spannende Geschichte. Ich hoffe, ich muss jetzt auch so langsam mal was machen. Jetzt hauen sie erstmal ab. Okay, aber wohin wohl? LOL! Komm jetzt, Auto wie Schrott. Jawohl! Oh, das ist auch geil. Das ist auch geil, da muss man zielen, um auf den zu schießen. Komm, geh Schrott. So, jetzt. Hier schrotte ich erstmal ein paar Leute. Ja, Leute, tut mir leid, die machen echt. Hört mal bitte auf, Leute. Ich nehme gerade was auf. Jetzt erstmal zielen. Ja, also es ist leider immer so von meinem Bruder, der Kollege ist da. So geht das hier immer ab. So, kommt hier noch einer? Was hat der Mann denn so Schlimmes getan? Der hat doch nur die Leute da gegen die gekämpft und so, was ist da so schlimm dran? Und das sah jetzt aus wie so eine Bazooka. Warte mal, schießen in die Gegend. Was ist denn? Alter! Alter! Sterb! Nein! Zielen, zielen, zielen! Jawohl! Komm, jetzt noch der letzte. Ich werde schon wieder beschossen. Oh, geil. Oh, yeah. Jetzt hat der aber Munition drauf. Jetzt noch auf den. Und jetzt noch auf den. Da hinten kommt noch einer. Und mich verfolgen immer mehr. Was geht jetzt ab? Ich weiß gar nicht, wie lange diese Story gehen wird. Das war schon anscheinend. Frank will deinen Tod. Verweigere ihm diesen Wunsch. Dann wollen wir das mal tun. Mal gucken, was jetzt los wäre. Komm, du Idiot. Welcher Idiot? Ach so, ein Kopf kommt. Ich habe mich den ganzen Tag lang betrunken. Okay. Mal gucken. Ja, die sieht aber richtig angesoffen aus. Ins Altersheim. Wow! Das ist aber eine Beleidigung. Oh, wow, wow, wow. Jetzt geht die ab. Boah, die ist aber aggressiv. Ach du. Ja, die ist echt fit. Arbeitet die irgendwie als Agent, als Stalkerin oder so? Warum ist die so aggressiv? Deswegen heißt es Gangster Vegas. Soll ich anscheinend die Gangster spielen, die die Cops abkratzen lassen? LKW fahren.
Oh Gott, darf ich jetzt fahren? Piss dich. Das ist geil, Mann. Das ist richtig geil. Dann werde ich es auch bestimmt mal in Zukunft Let's Playen. Boah, fickt euch, vergisst euch doch mal. Ob man wohl auch scheitern könnte. Wow, da ist was explodiert. Warte, nein. Nein, man muss wohl wieder auf den normalen Weg. Zu Veras Versteck. So heißt sie also, okay. Dann weiß ich Bescheid, nicht alte Dame. What the fuck? Ist hier Veras Versteck? Oh, ich muss ihn machen. Oh, ich und mit diesem Scheiß fahren. Komm, jetzt gib mal Gummi. Das ist gar nicht mal so leicht zu fahren, weil... Oh, und die Cops. Ja komm, ich hab die Palme rausgerissen. Der LKW, der ist so... Der hält zu viel aus. What the fuck? Darf ich jetzt weiterfahren? Oh ja, geil. Ja, zum nächsten ist das irgendwie so Checkpoints oder was, ich weiß jetzt nicht genau wo lang, ob ich jetzt begib dich zum Stripclub. Ich hoffe, ich finde den dann auch. Naja, fahren wir hier, ist das irgendwie... Hier ist der Stripclub. Oh mein Gott, hört ihr, sie schreien da rum? Ich denke, ich werde das jetzt gleich auch beenden. Denn das ist mir zu unruhig und macht das dann ein andermal weiter. Sorry, Leute. Aber das lassen wir jetzt nochmal laufen. So, dann machen wir auch beim nächsten Mal weiter. Das passt ja. Wir sehen uns aber beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.